Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop Natura Plan steht für Lebensmittel, die besonders natur- und tiergerecht produziert und nach schonenden Methoden weiterverarbeitet worden sind. Es sind entweder Lebensmittel aus biologischem Anbau mit den Bioknospen oder Fleisch und Eier von Tieren aus artgerechter Haltung mit Auslauf ins Freie. Früchte und Gemüse und auch alle Milchprodukte von Coop Natura Plan stammen aus biologischer Landwirtschaft. Die Gewissheit, dass sie nach der Richtlinie von der BioSwiss hergestellt worden sind, gibt ihnen das Symbol. Beim Fleisch und bei den Eiern steht die artgerechte Tierhaltung im Vordergrund. Tiere haben Auslauf ins Freie, die Ställe sind tiergerecht ausgebaut und Fleischmehl, Antibiotika oder gentechnisch veränderte Futtermittel sind nicht erlaubt. Mehr als 350 Artikel umfasst das Coop Natura Plan Sortiment mittlerweile. Ein Bild von der Vielfalt und vom breiten Angebot an natur- und tiergerecht produzierten Lebensmitteln können Sie sich am besten in unseren Läden machen. Vor oder nach dem Posten lohnt sich auch ein Besuch im Coop-Restaurant. Dort offeriert Ihnen der Küchenchef nämlich einen lustigen Teller aus der Biolandwirtschaft. Und weil das ansteckend ist, hat sich auch unser Chef, der Armin Amrain, für ein Gericht mit Gemüse von Coop Natura Plan entschieden. Richtig, es ist ein asiatisches Gemüseomelette mit Salat. Grüezi miteinander. Eingeweichte Shiitake-Pilze grob hacken und zusammen mit Sellerie, Rüebli, Peperoni, Peperoncino und Knoblauch im heißen Öl dämpfen. Chinakohl und Sojasprossen beifügen und mitdämpfen. Wer kein Wok daheim hat, kann natürlich auch eine normale Bratpfanne nehmen. Jetzt alles mit Geienpfeffer, Ingwerpulver und Sojasauce würzen. Der Omeletteteig in einem Löffel Öl oder Fett bei mittlerer Hitze während 5 bis 7 Minuten backen. Kurz zudecken, damit die Masse stocken kann. Dann auf einen Teller gleiten, die eine Hälfte mit Gemüse belegen und die andere Hälfte umklappen. Zu dieser chinesischen Omelette passt zum Beispiel ein Salat aus fein geschnittenem Chinakohl. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Shiitake-Pilz, Sellerie, Rüebli, Peperoni, Chinaköl, Peperoncini, Knoblauch und Öl, Sojasprossen, Geienpfeffer, Ingwer und Sojasauce, Eier, Milch, Safran, Pfeffer und Salz. Danke, Armin. Ebenfalls um Gemüse oder mindestens um den Garten geht es im nächsten Beitrag. Die Fasnächtler haben jetzt den Winter endgültig vertrieben und auch im Bau- und Hobbymarkt ist der Frühling eingezogen. Durch den Winter durch hat der Rasen gelitten. Eine Auflockerung tut ihm darum gut. Das Moos wird auf natürliche Art entfernt und ohne Filz kann der Rasen wieder besser wachsen. Ein kräftiger Rasen braucht aber auch Nahrung. Jetzt ist die beste Zeit zum Düngen und schon bald ist der erste Schnitt fällig. Alles für die Rasenpflege und natürlich auch fachmännische Beratung gibt es jetzt, wie gesagt, im Coop Bau- und Hobbymarkt. Erste Vorbereitungen braucht auch schon der Gemüsegarten. Besonders wichtig ist das Auflockern vom Boden. Wenn Dünger, dann der von Coop Ökoplan oder eigenen Kompost. Und schon ist der Boden parat zum Bepflanzen. Der Garten ist nicht nur zum Arbeiten da. Der beste Beweis dafür ist unser Prospekt, der nächste Woche per Post verteilt wird und Sie über unsere bequemen Gartenmöbel aus wetterfesten Materialien aus dem Bau- und Hobbymarkt informiert. Man kann säuneln, bequem zurücklehnen und beim gemütlichen Zusammensitzen im Holzpavillon kommt schnell einmal Ferienstimmung auf. Und nach dem Ausblick auf die wärmere Jahreszeit jetzt ein Blick auf die Aktionen dieser Woche. Ein Bund weisse Spargeln aus Spanien kostet 8,50 Euro. Und 6 Flaschen Swiss Alpina, normal oder leger, kommen Sie über für 3,90 Euro. Mit der GoProfit-Karte gibt es 16 Mohrenkönige für weniger als 5 Franken. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. So viel für heute aus dem GoP-Studio. Danke für Ihr Interesse und weiterhin einen schönen Abend.